Hallo und recht herzlich willkommen zu dieser Folge Let's Play World of Tanks und hier mit dem Rheinmetall-Borsig-Waffenträger und seinem ja, Rohr auf zwei Kettengliedern, beziehungsweise zwei Ketten, also wahnsinnig einfach. Ich selber muss sagen, habe ihn damals geliebt, also es war wirklich ein unglaublich toller Panzer. Dementsprechend zeige ich ihn auch immer mal wieder gerne, gerade weil es einfach für mich so ein Erlebnis war, diesen Panzer dann zu spielen. Also der hat für mich unglaublich viel Spielgefühl und Spielspaß wieder eine Zeit lang in World of Tanks gebracht. Und auch der Nachfolger, der Waffenträger auf Panzer 4 ebenfalls und der Waffenträger auf RN100 war natürlich das unglaubliche Ziel. Und dementsprechend, ja, ist es schon immer noch was Schönes zu sehen. Er spielt hier der Mali 2000. Mit dem Fußball zusammen im Zug. Beide sind hier mit ihrem 8er TD unterwegs und beim Matchmaking ein bisschen kurios. Ein 10er Matchmaking mit zwei 9er in Summe, also jede Seite hat einen 9er und sonst ein 8er Battle. Also, ja, da hat der Matchmaker wieder gute Laune gehabt für die Tier 10er, weil als 10er ist es natürlich ein Highlife-Gefühl. Und er kämpft sich jetzt hier Richtung Mitte vor und will wahrscheinlich von hier oben dann ein bisschen das Spielfeld kontrollieren. Was er nicht hat, ist Gun Depression. Das muss man ganz klar sagen. Also nach unten gucken ist mit dem Rheinmetall so gut wie gar nicht. Mit dem Waffenträger wird es dann nochmal schlimmer. Wo man schon denkt, das geht eigentlich gar nicht. Aber doch, es geht nochmal. Er spielt ja mit Fernglas oder Scherenfernrohr und dem Tarnnetz. Ja, er ist hier schon direkt auf Krawall gebürstet. Ja, der sollte schon mal nicht sein. Aber vielleicht jetzt kriegt er den Nachschuss. Und da trifft er. Schöne 500er Kelle. 546 und vielleicht dadurch, dass er sich gefühlt gar nicht so stark bewegt. Vielleicht steht er da immer noch. Ne, wohl doch nicht. Der Blindshot dahin hat nicht geklappt. Hinter ihm ist jetzt unglaublich viel los. Auf keinen kommt er gerade irgendwie drauf. Das ist sehr ungünstig alles. Da doch das Objekt. Aber wie gesagt, effektiv ist da hinten ganz schön viel Rabatz. Der AMX, oh ja, das wäre ein schönes Ziel. Ja, schöner Schuss. Der war wichtig, der wäre nämlich jetzt gerade weg gewesen. Aber er hat ja eigentlich eine sehr unkomfortable Position, weil aus der Mitte müsste er eigentlich auch pitbar sein. Nochmal ein schöner Schuss aufs Objekt. Das kämpft sich dann nochmal hoch, kommt, bleibt da. Ah, so knapp. Da hat nicht viel gefehlt, da hätte er nochmal einen reinhauen können. Schade. Aber den Schuss muss er natürlich so probieren. Jetzt ist er offen, jetzt muss er aufpassen. Wird aus der Mitte schon vom KV-4 getroffen. Es steht 1:7 für den Gegner. Jetzt ist er wieder offen. Und das ist halt so, der hat halt null Panzerung, also da ist man ganz schnell Geschichte mit dem Ding, wenn man mal offen ist. Also da muss man einfach aufpassen. Hinter ihm kommt jetzt da der Kernermann rum. Der bekommt einen Hit von ihm. Munitionslager. Gott sei Dank, ja. Das wäre jetzt sehr ärgerlich gewesen. Hat es das natürlich repariert. So, das Objekt. Guckt vielleicht nochmal hoch. Dadurch, ja, ja, ja. Ja, schön. Hat er gut spekuliert. Nimmt auch den raus. 7:11, 7:12. Ja, der Löwe da unten hat reichlich Arbeit. Und da kommt ein super Pershing. Da kommt er schön durch. Macht er gut. So, sein Clan-Kamerad hat jetzt hier Zeit, Clan-Werbung zu schalten. An dieser Stelle kann ich übrigens Thema Clan-Werbung auch sagen, auch wer noch einen Fun-Clan sucht, also wirklich so ein bisschen Bollwerk fahren, ein bisschen Spaß, der kann sich bei Eikpa, also bei meinem Clan, gerne bewerben. Wir suchen immer noch Leute, die
wirklich so just for fun spielen wollen und nicht unbedingt Wert auf CW legen. Also die sind bei meinem Clan sehr gerne und herzlich willkommen. So, Werbung an dieser Stelle ist damit erledigt. Geld bekomme ich leider keins, das ist ja mein eigener. Naja, egal. So, jetzt wird er mal gucken müssen, was der Gegner so anstellt, ob der da... Oh ja, da unten. Dann kommt. Der Löwe hat da jetzt kein leichtes Spiel. Ja. Da ist natürlich klar ein E4. Der macht schnell sehr viel Schaden. Und der Löwe kann da nicht lange was gegen tun. Jetzt wird er sich wohl orientieren zu seinem... zu seinem Cap. Aber 5 Gegner noch. Das ist schon noch eine Hausnummer. Und er hat ja, ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt hier das Panzerungswunder hat und ist, sondern 258 Hitpoints hat er hier lediglich noch. Das ist halt einfach so ein... der war schön. Ja, gut gemacht. Aber der T-32, wenn sich der jetzt nicht doof anstellt, der normalerweise müsste der den einfach überrollen. Oh. Und dann würde er nämlich, das ist mit einem Schuss ist er nämlich weg. Er ist hier im Reload. Objekt hat in der Mitte Besuch vom T-32. Also wie gesagt, T-32 hier müsste eigentlich nur auf ihn drauf fahren. Und ihn treffen. Aber das macht er gerade nicht. Nochmal ein Hit. Und er... Alter Schwede, T-32. Also... T-32, T-32, T-32. Da fällt mir ja nichts mehr ein. Sehr schön gemacht. Also... Wahnsinnig schlecht vom T-32. Wahnsinnig gut hier von ihm. Mit natürlich Glück dabei. Braucht man nicht drüber reden. Aber er kriegt auch schon nice von Rheinmetall, weil auch seine Kameraden es so gesehen haben. Ja, wirklich, wirklich fein. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Und der schreibt auch selber Just Luck. Wobei, also ganz unterschreiben mit nur Glück würde ich es nicht. Boah, jetzt hat der auch noch... Jetzt kommt das Thema fehlende Gun Depression übrigens zum Tragen. Gott sei Dank ist er so niedrig. Sonst hätte er hier leichter den Abschuss schon bekommen, der KV-4. Jetzt wird der KV-4 aber wohl, denke ich mal, dahin fahren. Wird jetzt aber vom Objekt unterstützt. Der KV-4, glaube ich, schaut jetzt nicht mehr auf sein Heck. Ja, nee. Und dann nimmt er ihn raus, macht seinen 5. Kill. 6.299 Schaden aktuell gemacht. Auf sowohl Objekt als auch Rheinmetall haben hier nicht mehr wirklich viel Hitpoints. Ich würde da sagen, Fußball hat recht. Drive Together würde ich auch sagen, ist sinnvoller. Und auch sein Team schreibt, alles was ihr noch machen müsst, ist zusammenzufahren. Das Objekt ist aber hier so ein bisschen vielleicht noch auf den Krieger aus oder keine Ahnung, aber ja, ich bin gespannt. Also ich würde auch an der Stelle lieber zusammenfahren wollen, als unbedingt alleine. Objekt nimmt also jetzt die Nullerlinie, fahrt da runter. TKP ist ja das letzte Mal hier auf diesem Inselchen gesehen worden. Oh, da Fehler im Replay, deswegen ist der erst später aufgegangen, als er dann geschossen hat. Also der hat ihn schon gesehen. Nun war er aber wirklich zu und dementsprechend ist ein Blindshot. Jetzt sagt er natürlich, ich brauche Hilfe, ganz klar. Aber Tiger hat auch nichts mehr. Also jetzt ist es wirklich so,
Wer zuerst schießt, der macht den Killshot. Meistens funktioniert die Replay-Funktion in dem Spiel wirklich gut, aber bei sowas wie jetzt gerade, naja, nicht drüber aufregen, einfach stehen lassen. Oh, jetzt kommt er drauf. Nein! Mach doch den Schuss ein bisschen sicherer. Oben drauf. Oh, jetzt fahrt er so weit zurück, dass er wirklich hier... Jetzt hat er verschossen, jetzt ist deine Chance. Ja, und der nimmt den raus. Sehr schön. Wirklich gut gespielt. Unterm Strich 7447 Schaden. Hat sich den Krieger redlichst verdient. Tolles Gefecht von einem Achter in einem Zehnerkampf. Ja, und ich weiß schon, warum mir der damals auch viel Spaß gemacht hat. Von dem her hoffe ich, zum Zuschauen war es nett. Und wenn ja, lasst mir doch einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.